Meine Damen und Herren, der Himmel lacht, die Erde jubiliert. Ist das eigentlich eine Dichtung oder ist das aus der Bibel oder beides zusammen? Es ist beides zusammen, wie oft in diesen Libretti. Es gibt zwei Stellen aus den Psalmen, Psalm 96 und aus Jesaja, leicht verändert, bisschen rhythmischer gemacht. Der Librettist hat das sehr schön gemacht. Und der Einstieg ist großartig. Der Himmel lacht und die Erde jubiliert. Für einen Ostertext ist das großartig. Und sie beginnt mit einer Sonata, überschrieben, man könnte auch Intrada sagen, mit dem ganzen Orchester. Festliche Trompeten, Oboen, es wären eigentlich fünf mit dem Fagott zusammen, aber in einer Leipziger Aufführung hat Bach sich entschieden, nur eine Oboe zu nehmen und wir haben uns jetzt für diese Lösung entschieden. Was hören wir am Anfang? Eine Fanfare. Wenn Sie bei Luzogramm A schauen, können Sie sich geistig vorbereiten, dass Sie jetzt das dann singen müssen. Ich singe es Ihnen aber nochmals vor. Bam, 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 ba, ba, bam, bam. Probieren wir es einmal. Bam, 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 ba, ba, bam, 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 ba, ba, bam, 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 ba, ba, ba. Also eine Fanfare. Und zwar immer auf einer Akkordik C-Dur. Bam, 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 ba, da, dam, dam, din, 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 di, da, din, da, din, 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 da, da, di, dam, da, da, dim, dam, da, da, di, dam, da, da, di, bam, da, 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 da. Natürlich mit den wichtige Stücke haben nur eine Harmonie. Denken Sie, wenn die Fahne vorbeigeht. Pam 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 ra pa pa pam pa 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 pam ram pam 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 ra to 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 ra pa pa pam 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 pam. Das geht dann unendlich, bis der Fähnrich da vor dem Oberstkorkamerante ran und dann plötzlich läutet es, nein, es pfeift. Brrrr. Ja, also das sehen Sie, ist ein bisschen ähnlich. Aber nachher geht es dann mit einem Himmelskonzert weiter. Ich habe es langsam aufgenommen auf Lady Yamaha mit Rudy, Lady Rudy. Ich werde einige Stimmen dazu spielen. Hören Sie ein bisschen aus diesem Himmelskonzert. Das kennen Sie. Unisono, das heißt alles, machen das Gleiche. Pam, pa, pa, pi. Pam, pa, pa, pi, pam, die Trompeten. Jetzt. Jetzt plötzlich. Ein Akkordwechsel, als ob man staunen würde, über was jetzt alles passiert. Jetzt, wenn ich Ihnen einige andere Stimmen dazu spiele, ist es so, dass es ein Himmelskonzert ist. Jede Stimme ist wunderschön. Es hat sogar zwei Bratschen, weil es eine frühe Kantate ist aus der Weimarer Zeit. Er war also knappe 30 Jahre alt, als er das geschrieben hat. Wir wissen, ein Wunder von Begabung und ein Wunder auch von Ausführung. Arnstadt kam er und hat die Orgel geprüft, die neue Wenderorgel 1703. Er war 18 Jahre alt, er hat die Orgel geprüft, also er konnte Orgelbausachen prüfen. Dann haben sie gefunden, wow, ist das ein Organist, den schnappen wir uns. Und dort hat er dann seine wahnsinnigen Jahre verbracht, hat die Gemeinde konfundiert, also gestört beim Choralsingen, hat Tempi ausprobiert, hat zu lange Vorspiele gemacht, zu kurze Vorspiele nachher und natürlich sicherlich mit den schönen Damen sich auf der Empore getroffen. Jedenfalls, man hat ihm viele Vorwürfe gemacht und er kam und sagte, es hat doch immer alles funktioniert und so weiter. Also diese Lebendigkeit dann ein paar Jahre später
in Weimar. Ich möchte Ihnen jetzt nochmals zwei, drei schöne Stimmen spielen. Pam, 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 di, 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 eine hohe Ding, dim, tam, di, 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 pam, da, da, di, pam, di, 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 dam, da, da, jetzt, ha, ta, ti, ta, ti, ta, ti, ta, ti, ta, ta, ta. Ra da di ra da di ya da da di 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 dim ta da da pom pom ti ra da 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 di di da da ra da di 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 da di pom ti ra di di tu tu di bom pi ra pa ra pa ri da da tu pom ti ri di 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 pom 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 ti celli um da kontrabass und das Fagott di 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 ram dam di da da di da di da di 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 da 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 di da di di da di da di da 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 di da da da. Man könnte sich verlustieren in diesem Himmelskonzert und man hat wirklich den Eindruck, es sei ein bisschen die Vorstellung. Eine Frage an dich: Wie empfindest du das? Himmelskonzert, ein irdisches Konzert, die Freude der Jünger, wenn sie sagten, jetzt sind wir ihm wieder begegnet? Ich würde sagen, nehmen beides. Der Himmel lacht, die Erde jubiliert. Es ist ein Konzert, in dem das Himmlische auf die Erde gekommen ist und die Erde ein Stück weit in den Himmel hineinschaut. Und ich finde, das hört man bei dieser Sonata am Anfang, diese Pracht, diese Schönheit und eigentlich damit auch etwas vom Schönsten, was christlicher Glaube sagen kann, eine Perspektive. Sie wissen ja, der Titel einer Kantate stammt jeweils vom ersten vokalen Satz, also von der ersten Phrase. Und der Chor, der nachher folgt, der Himmel lacht, das ist dann sozusagen das Titelgegebene. Vielleicht könntest du uns diesen Text ein bisschen erklären. Sie finden ihn auf der Seite 7 in unserem Text und Biografienbuch. Die Sonata an erster Stelle, also eine Art von Präludium, aber ein sehr festliches Präludium, und dann der Chor. Salomo Frank ist der Librettist, der war ein Hofdichter, er war auch Jurist in Weimar, und ich finde, er hat das sehr schön gemacht, und ich habe mich gefreut darüber. Er hat für das ganze Kirchenjahr hat er solche Libretti geschrieben. Das hat einen schönen Titel, Evangelisches Andachtsopfer. Und in der Zeit von Internet findet man schlechthin alles. Ich habe mich das ganze evangelische Andachtsopfer habe ich mir runtergeladen, reinkopiert, habe ich geprüft, ob Bach da Veränderungen vorgenommen hat. Sehr schön. Jetzt das Thema ist Ostern natürlich. Sehr schön, wie das einsetzt, eindrücklich, dass er eigentlich sich nicht entscheidet, das Evangelium, also den vorgeschriebenen Evangelientext, Markus 16, Osterbericht zu nehmen, sondern er macht eine Fülle von biblischen Bezügen in diesem schönen Text zum heiligen Ostertag. Zuerst nun die Vorstellung, nicht nur der Himmel lacht, sondern die Erde jubiliert. Und sie jubiliert nicht, sondern und was sie trägt in ihrem Schoß, das ist die Vorstellung, jetzt grünt es, jetzt wird es schön, jetzt wird es Frühling, aber eben diese Verbindung, die man schon, finde ich, in den Adventsliedern hört. Also die eindrücklichste wahrscheinlich Friedrich von Spee. Sehr schön. Oder eben, o Heiland, reiß die Himmel auf. Und dann die dritte Strophe, o Erd, schlag aus, o Erd, dass Berg und Tal grün alles wird. Die Natur soll antworten und sie wird antworten. Und jetzt an Ostern heißt es, sie antwortet auch. Es sprießt alles, es kommt alles raus. Nicht nur der Himmel freut sich, auch die Erde jubiliert. Der Schöpfer lebt, der Höchste triumphiert und ist von Todesbanden los. Und jetzt eigentlich
stark formuliert, der sich das Grab zur Ruhe erlesen, der Heiligste, kann nicht verwesen. Denkt man, ja, aber es ist doch Christus. Es war vom Schöpfer die Rede, es ist eine klar trinitarische Vorstellung. Und Sie werden wahrscheinlich auch das berühmte Lied von Johann Rist kennen. O große Not, Gott selbst ist tot. Dramatisch, also nicht nur so ein bisschen Christus ist gestorben, sondern Gott selbst geht mit, geht ins Grab und ist jetzt österlich wieder auferstanden. Ich finde großartig, wie es formuliert ist. Er hat Freude an diesem Verwesen, erlesen, verwesen. Es wird ja nachher nochmal vorkommen, wo es dann heißt, Adam muss in uns verwesen, soll der neue Mensch genesen. Es kommt die Heilung hinein. Ich finde, dieser Dichter hat das schön gemacht. Ich finde, Salomo Frank hat einen tollen Text gemacht. Und so bilderreich. Und wissen Sie, wenn man komponiert, ist Theologie komponieren immer sehr schwierig. Aber Bilder in Musik zu übersetzen, das ist lockend. Und wir fragen uns natürlich, wie kriegt Johann Sebastian Bach das Lachen in die Musik? Er beginnt immer mit dem Tutti. Der Himmel lacht. Das wäre doch was zum Singen, wenn Sie Lust haben. Sie können auch. Der Himmel lacht. Der Himmel lacht. Der Himmel lacht. Sie müssen nicht so zaghaft sein. Der Himmel lacht. Der Himmel lacht. Genau, es kommt immer wieder, und zwar nicht denn, wenn man es erwartet, sondern plötzlich. Das ist wunderbar komponiert. Und jetzt, wenn Sie schnell die Figur bei Bertha 1 anschauen, das ist rechts rübergerückt, sehen Sie wiederum natürlich Fanfaren, bam, 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 lassen sich auf einer Klarine wunderbar spielen. So eine Jubilierfigur. Singen wir sie mal. Gern nochmals. Ich beweise immer, dass Bach irgendwie in den tiefsten Wurzeln doch ein Appenzeller war. Das habe ich schon 16 Jahre probiert. Sie lachen, aber glauben es mir nicht. Ich auch nicht übrigens. Ja, aber Sie sehen diese Figur, dieses... Und natürlich eine richtige Fuge. Der Himmel lacht. Der Himmel... Der Himmel lacht. Und immer mit diesen drei Noten. Es hat auch etwas Big Band-mäßiges. So diese wunderbare Big Band-Einwürfe. Also Sie sehen Bach, the first jazz man. Also es ist prachtvoll, wie ihr das entwickelt. Und sehr schwer für meine Chorleute, das zu singen. Es ist wirklich enorm. Und das Lacht ist schön. Das A geht gut für die Koloraturen. Nachher kommt die Fuge gleich zweimal. Und das geht von Stimme zu Stimme. Fünfstimmig ist es. Nachher kommt der Schöpfer lebt. Und probieren Sie mal unter der Dusche mit einem E ein schnelles Lied zu kolorieren. Sie werden sehen, es geht mit A viel besser. Also wenn man Niki P. Aber Rudolf Lutz wäre noch viel blöder. Das ist sehr wesentlich, welche Vokale nimmt man für Koloraturen. Und dann der Einbruch. Das, was du sagtest, diese Wichtigkeit, nämlich Folgendes. Es macht dir sich das Grab zur Ruhe lesen. Sie finden es bei Bertha 2. Da sehen Sie, fünfstimmig. Eine Stimme habe ich mit Buchstaben angeschrieben. Dass sich das Grab zur Ruhe lesen. Der Heiligste.
fabelhaft, wie er einfach das Tempo gleich lässt. Wie eine große Übersetzung, die man früher brauchte, als man noch keine Elektrovelos hatte. Und dann kommt der Heiligste mit einer weiteren Fuge. Der Heiligste kann nicht verwiesen. Eine fünfstimmige Fuge, das legt er schon als 30-Jähriger mühelos hin. Wenn Sie das noch schauen wollen, bei Bertha Nummer 3 habe ich Ihnen sozusagen die Ingredienzien dieser fabelhaften ersten Chornummer gezeigt. Und dann steigt er wieder ein. Ein Himmelskonzert zum Schluss. Erste Trompete, erste Violine und dann nochmals alle zusammen. Ein Könner. Und man merkt, er war schon immer ein Könner. Das ist das, was mich immer wieder auch so erfreut. Aber es gibt auch andere Könner. Denken Sie an Mozart und vielleicht noch viel mehr an Felix Mendelssohn. Der mit 16 eine griechische Arbeit abgegeben, er aquarellierte aufs Beste, also, und konnte sich in jedem Fach zeigen. In der Musik begeisterte er dann den alternden Goethe, der schöne kleine Jüngling mit den wallenden Haaren. Ausnahmekönner. Nach dieser großartigen Eröffnung geht's dann in die Geschichte. Es geht ins Bassrezitativ und das beginnt nun erwünschter Tag. Und ich denke, sehr schön, herbeigewünscht, muss man sich denken. Man ersehnt sich das, dass diese Welt erlöst wird vom Tod und von dem Tod, an dem wir sozusagen teilnehmen. Erwünschter Tag, sei Seele wieder froh, dass A und O, der Erste und auch der Letzte, den unsere schwere Schuld in Todeskerker setzte. Das ist nun ganz komprimiert die dramatische Geschichte, dass A und O Alpha und O ist Omega, der letzte Buchstabe des griechischen Alphabets, der erste und der letzte wird dann erklärt. Dieser Gottessohn geht nun in den Todeskerker hinein und die Vorstellung ist, wir haben Teil an diesem Geschehen. Der Herr war tot und sie erlebt wieder. Wir merken hier seine dichte Textur aus biblischen Bezügen, aus evangelischen Bezügen, aber eben auch die Apokalypse. Apokalypse 1,18, wo es heißt, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig. Also diese Art von Theologie wird nun aufgerufen und dann geht es weiter. Lebt unser Haupt, also Christus als Kopf, als Haupt, so leben auch die Glieder. Das heißt, wir haben an diesem neuen Leben Anteil. Der Herr hat in der Hand des Todes und der Höllen Schlüssel. Wiederum eine Apokalypse-Anspielung, Höllenschlüssel. Aber das ist nun geöffnet, das ist nun überwunden. Der sein Gewand blutrot bespritzt in seinem bittern Leiden, will heute sich mit Schmuck und Ehren kleiden. Also es ist wirklich eine narrative Kursform eigentlich der Passionsgeschichte und der Ostergeschichte. Was hat es mit diesem Gewand zu tun? Blutrot bespritzt. Der Martin Petzold, der ja diesen großen Kommentar geschrieben hat, macht einen Hinweis auf Jesaja 63. Ich denke, er führt uns zielgenau in eine Sackgasse hinein, weil dort heißt es, Gott hat in seinem Zorn gegen die Völker die Kelter getreten, das Blut und sein Kleid bespritzt. Hier ist es eine ganz positive Vorstellung. Gott selber geht ins Leiden hinein, ins bittere Leiden und deshalb wird dieses bespritzte Gewand, man könnte vielleicht an das Purpurgewand denken, dass Christus trägt, aber das ist auch nicht so plausibel, weil das war eigentlich ein Element der Verspottung durch die römischen Soldaten. Also, ich denke trotzdem, diese barocke
Konstellierung ganz verschiedener Symbole ist eindrücklich gemacht. Höllenschlüssel, das Gewand, und das wird dann zum Schmuck und zum Ehrenkleid sozusagen. Eine herrliche Vorlage für Johann Sebastian Bach. Und dieses Rezitativ ist nicht nur quasi in Kurzform gehalten, es könnte so sein: Erwünschter Tag, sei Seele wieder froh. Fertig, und dann das A und O. Der Erste und auch der Letzte, den unsere schwere Schuld in Todeskerker setzte, ist nun gerissen aus der Not. Der Herr war tot und sie, er liebet wieder. Das wäre jetzt eine Lutzsche Improvisation. Das würde auch gehen, oder? Sie hätten es mir noch geglaubt. Was macht er? Er beginnt hier mit einem Sechstakkord. Also kein Basston, sondern ein erwünschter Tag, sei Seele wieder froh, sei wieder froh, sei wieder froh, sei wieder froh. Erwünschter Tag, sei Seele adagio wieder froh. Das A und O, der Ist und auch der Letzte, den unsere schwere Schuld. Klar, was das ist, oder? Die da am nächsten dabei gewesen sind, verminderte Septakkord. Die anderen, denen erkläre ich es ein anderes Mal. Und jetzt kommt, im Todeskerker setzte. Also da müsste ich viel Bier trinken, damit ich in diese Tiefe runterkomme. Sie werden Freude an unserem Bassisten haben. Aber Sie sehen, alles wird eingesetzt. Die Musik, die Ideen, Rezitative, die Akkorde, wie immer. Eine Brillanz, eigentlich eine Homilie, würde ich sagen. Also der Exeget, der, wie du aufs Schönste uns gezeigt hast, eigentlich eine ganze Passionsgeschichte erklärt. Und dann kommt eine erstaunliche Arie, die nur für Basso Continuo und Bass geschrieben ist, also zwei Fundamentinstrumente. Fürst des Lebens, starker Streiter, hochgelobter Gottessohn. Würdest du uns ein bisschen in den Text einführen, Niklaus? Ja, das ist, beginnt mit einem Zitat aus der Apostelgeschichte, aus einer Missionsrede. Fürst des Lebens, starker Streiter, Fürst des Lebens, hochgelobter Gottessohn, und dann sehr schön. Hebet dich des Kreuzes Leiter auf den höchsten Ehrenthron. Wiederum verbindet er Symbole. Also die Leiter ist klar, ist Genesis, ist es 28, Jakobsleiter. Die Verbindung zum Himmel ist wiederhergestellt und jetzt wird das aufs Kreuz übertragen. Also des Kreuzes Leiter, hebet dich, Christus, auf den höchsten Ehrenthron, wird, was dich zuvor gebunden, nun dein Schmuck und Edelstein. Das ist sehr barock formuliert. Ich habe mir überlegt, was heißt gebunden? Wahrscheinlich genagelt ans Kreuz, gebunden, also jedenfalls an diesem Kreuz, das, was dich dort fixiert hat, das ist jetzt zu etwas geworden, was dich befreit. Nämlich nun dein Schmuck und Edelstein müssen deine Purpurwunden deiner Klarheit strahlen sein. Fast ein bisschen zu barock für mich, Purpurwunden. Ist klar, was damit gemeint ist, ist auch klar, dass er zum Überwunden und Gebunden etwas sucht. Was gemeint ist einfach, dass dieses Leiden, die Wunden, jetzt gewandelt werden zu einer Klarheit. Und wenn ich Klarheit höre, dann ist immer lateinisch Gloria und hebräisch Kabot dabei, und das heißt, der Glanz, die Herrlichkeit Gottes, es strahlt etwas, das österliche Licht. Jetzt wäre die Frage an Sie, wie stellen Sie sich vor, wie Sie das komponieren würden, Fürst des Lebens?
Wahrscheinlich würden Sie schon vom Wort ausgehen, Fürst des Lebens, also Yam, Papam, Pam. Fürst des Lebens wäre natürlich auch möglich. Bach wählt die erste Reform, Fürst des Lebens, starker Streiter, Fürst des Lebens, starker Streiter, Fürst des Lebens, hochgelobter, hochgelobter Gottes Sohn. Ladam, badam, dadam, 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 dada. Hier die Fanfaren in der Bassgruppe, das fürstliche Element, die punktierte Note. Ja, piridim, parari, Es-Dur Präludium. Ram, param, tada, ladiri. Ein hineinschreitender König Louis XIV kam und tanzte dann 5 Stunden und alle mussten zuschauen und noch was dazu bezahlen. Aber das ist eine andere Geschichte. Nun, ganz spannend, er schreibt Molt Adagio über das Ganze. Da haben wir lange sinniert, was heißt das? Ganz langsam, also feierlich, vielleicht wie der Landsgemeinde, also die, wo noch besteht, im Innerrhodischen. Die dürfen dann so langsam hineinlaufen. Da ist noch halb schwierig, dass man nicht umfliegt. Man darf nicht so viel Weiss wie vorher getrunken haben. Oder auf den erst recht, damit man dann läuft. Im Zürich, 6 Leute ist glaube ich anders. Egal, das wollen wir jetzt nicht verhandeln. Jedenfalls, die Frage ist, das Molt Adagio, Ladam, Padam, Padam, Paba, oder einfach Yam, Tedim. Parim, param, parim, tedim, param, tedi. Sie werden hören, wie wir es machen. Jedenfalls fürstlich, feierlich, auch diese Tonleiter natürlich. Hebe dich des Kreuzes Leiter. Eine sogenannte Anabasis, eine aufsteigende Leiter, ergibt sich natürlich für die Auferstehung und dann erst recht für die Himmelfahrt. Immer wieder eine altbekannte Sache. Das Gegenteil, die Katabasis, die Linie, die nach unten geht. Das war die Vorstellung des Basses. Nun folgt die Vorstellung des Tenores. Auch wieder ein Paar, ein Rezitativ und eine Arie. Schön hier jetzt die Wende. So stehe dann du, Gott ergebene Seele, mit Christo geistlich auf. Jetzt kommt die Wendung zum Menschen hin, zu uns hin. Stehe du auch auf in deinem Leben. Die Auferstehung soll gelebt werden. Tritt an den neuen Lebenslauf. Mir gefällt das sehr gut. Tritt an den neuen Lebenslauf. Ich weiß nicht, ob Sie das Karl Kraus-Gedicht kennen, wo er beschreibt, wie er geträumt hat, er sei geflogen. Und dann wacht er auf und merkt, zu Erde, zu Lande ist Leben. Und dann sagt er, trotzdem bleibe ich dem Traume gewogen. So läuft er sich leichter, der Lebenslauf. Hier, ohne diese bittere Note, ganz klar, tritt an den neuen Lebenslauf. Auf von den toten Werken, lass, dass dein Heiland in dir lebt, an deinem Leben merken. Also hier ist die Ethik drin. Das soll man merken, dass du etwas von dem Österlichen gespürt hast, mitvollziehst. Die Totenwerke, das wäre, wenn man versucht, irgendwie etwas zu erwirken durch das, was die Lutheraner Werkgerechtigkeit nennen. Nein, er sagt, man muss es merken. Innerlich soll es herauskommen. Und dann sehr schön, nachdem er Kolosserbrief zitiert hat, kommt jetzt Johannes. Der Weinstock, der jetzt blüht, trägt keine tote Reben. Der Lebensbaum lässt seine Zweige leben. Ein Christe flieht ganz eilend von dem Grabe. Und jetzt sehr schön, wie die Metaphorik aufgenommen wird, der Auferstehungsgeschichte. Er lässt den Stein, der schwere Stein, der weggerollt ist, er lässt den Stein, er lässt das Tuch der Sünden dahinten und will mit Christo leben sein. Ich finde auch hier sehr schön die Symbole verwoben. Ich habe mir überlegt, was könnte das Tuch der Sünden sein? Ich meine, dieses Lendenschurz kann ja nicht ein Tuch der Sünden sein. Ich habe mir gedacht, wahrscheinlich heißt die Metaphorik, das Gewebe deiner Sünden, das ist vielschichtig. Ein dicht gewobener Text, also nicht das Lendentuch, ist meine Deutung.
spontan entwickelt. Stimmt vielleicht auch nicht. Wunderbar. Ich würde meinen, es ist unglaublich, was für eine Fülle von biblischen Bezügen da zu finden ist. Und ich glaube, wenn man bibelfest ist, und das war man in dieser Zeit natürlich schon, Sie wissen, was Gottsched über die Amtspredigt der damaligen Zeit sagte. Er hat sich mokiert über dieses ewige Zitieren von Bibeltexten. Die Bibel natürlich soll sich aus sich selber erklären. Und Luthers große Vision war, dass alle Bücher, diese ganz verschiedenen, schluss und endlich zu einer klaren Glaubenshilfe sich entwickelten, die alle miteinander zu tun haben. Aber dieses Zitieren von ist erstaunlich wiederum, wie Bach das dann in eine Musik hineinbringt, die man auf eine wunderbare Art und Weise auch genießen kann. Hören Sie hier wieder eine Anabasis, so stehe dann, du Gott ergebene Seele, mit Christo geistlich auf. Da kommt einem natürlich der Nikodemus in den Sinn, gell, der in der Nacht sagte, wie geht dann das, eine Neugeburt, muss ich dann wieder in den Leib der Mutter zurück und wieder geboren werden? Nein, geistlich auferstehen, ein großartiges Gespräch, wir wären gerne dabei gewesen. Jetzt hören Sie doch einmal, wie das raufwärts geht. So stehe dann, du Gott ergebene Seele, mit Christo geistlich auf. Warum ein verminderter Septakkord auf Christo? Das ist, glaube ich, für den Lutheraner ganz klar. Denn wer das Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, der wird das, die Krone des Lebens haben. Und herrlich diese nicht eine Oktave, sondern eine kleine None. Wenn Sie nochmals hören. So stehe dann, du Gott ergebene Seele, mit Christo geistlich auf. Tritt an den neuen Lebenslauf auf. Von den toten Werken lass dein Heiland in dir lebt, an deinem Leben merken. Dann ganz süß, der Weinstock, der jetzt blüht. Ist das nicht eine wunderbare harmonische Verbindung? Der Weinstock, der jetzt blüht, trägt keine toten Reben, der Lebensbaum leist seine Zweige lieben. Das Fliehen werden Sie heute Abend viel schöner als jetzt hören. Ein Christ, der flieht ganz eilend von dem Grabe. Er lässt den Stein, er lässt das Tuch der Sünden da hinten und will mit Christo leben sein. Das kann ein 30-jähriger Kerl, ist das nicht wahnsinnig? Und diese Bibelworte, die, wenn man sie so hört nacheinander, dann denkt man, oh, jetzt kommt noch mal eins. Also, oh, jetzt kommt noch mal eins. Jetzt kommt noch mal eins. So. Das blüht so auf. Ich glaube, da haben wir den großen Exegeten wieder vor uns. Und er konnte es schon sehr früh. Das hat er wahrscheinlich auch bei seinen Lehrern, bei seinen Onkeln, bei seinen Berühmten gelernt und gesehen, wie man das in Musik übersetzen kann. Jetzt die Arie, Tenor- und Streichorchester. Die Arie wiederum so ein Geflecht aus Bibelworten, Epheserbrief, Römerbrief. Ich habe ja schon gesagt, hat Freude am Wort verwesen. Das ist ja auch gut, weil er dann dagegen setzen kann. Hier, so soll der neue Mensch genesen, der nach Gott geschaffen ist. Auch eine wunderbare große Linie von Genesis 1, Schöpfungsbericht, wo es heißt, der Mensch ist sozusagen mit einer Würde ausgezeichnet. Er ist das Ebenbild Gottes. Und nachher kommt ja der Fall, das heißt, wir leben das nicht so. Aber hier ist die Vorstellung, ist diese Art von Würde, ist durch Christus wieder möglich. Soll der neue Mensch genesen, der nach Gott geschaffen ist? Du musst geistlich auferstehen und aus Sündengräbern gehen, wenn du Christi Gliedmaß bist.
Auch schön die Verbindung, wir haben es gehört, der Kopf und der Leib. Also wenn du da an diesem Leib bist, dann sollst du auferstehen und mitgehen. Ich finde es sehr schön gemacht. Und die Vertonung ist sehr speziell. Wenn Sie beim Luzogramm F schauen, hören Sie die tiefliegenden Violinstimmen. Eigentlich eine langsame Bourrée. Wenn Sie hören, ohne diese tiefen Noten, man hat den Eindruck, der frische Wind bläst. Und dann kommt der Tenor. Adam muss in uns verwiesen. Adam muss in uns verwiesen, soll der neue Mensch genießen, der nach Gott geschaffen ist. Der Wanderer. Das ist doch fast ein Wanderlied, ja. Also sind Sie ganz volkstümlich. Und ich bin immer wieder erstaunt, wie es ihm gelingt, die verschiedenen Bausteine zu wählen. Und weil die Kantate sich so entwickelt hat, wie wir sie gehört haben, sagt er, jetzt wäre vielleicht einmal ein schnelles Stück möglich. Oder vielleicht möchte er schon vorbereiten für das besinnlichste und schönste Stück, nach meinem Empfinden, der Kantate, nämlich der Sopran-Arie für Oboe, Sopran und für Basso Continuo mit einer großen Überraschung. Gehen wir doch aber auf das Rezitativ Nummer 7 ein zuerst. Wiederum ein Geflecht, das Rezitativ, anknüpfend an den Epheserbrief, das Haupt, weil dann das Haupt sein Glied natürlich nach sich zieht. Das ist ein Zitat aus dem Johannesevangelium oder eine Anspielung. Dort sagt Jesus, und ich, wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen. Und das ist vorkopernikanisch, kann man sich das besser vorstellen, wenn da oben der Himmel ist, dann wird man sozusagen hochgezogen. Für uns ist es ein bisschen schwieriger, die Metaphorik sich vorzustellen, aber das ist hier aufgenommen. So kann mich nichts von Jesus scheiden. Muss ich mit Christo leiden, so werde ich auch nach dieser Zeit mit Christo wieder auferstehen, zur Ehr und Herrlichkeit und Gott in meinem Fleische sehen. Also die Visio, die Vorstellung der endgültigen Schau, der Teilhabe an Gott, dadurch, dass man diese Vision hat, die Visio, diese Schau, an dieser Schau teilnehmen darf. Der kann es auch übrigens, ja, der George Frederick. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt und dann kommen die Würmer noch vor und dann heißt, nein, er wird mit dem Leib auferstehen. Diese Farbe ist auch drin, natürlich in Händels fantastischer Sopran-Arie. Hier ist es ein schlichtes Sopran-Rezitativ zuerst. Sie sehen, wir hatten zuerst Rezitativ-Bass, Arie-Bass, Rezitativ-Tenor, Arietenor, kein Alt, Rezitativ Sopran und dann am Schluss der Chor. Jetzt haben wir Folgendes. Weil dann das Haupt sein Glied natürlich nach sich zieht, so kann mich nichts von Jesus scheiden. Muss ich mit Christo leiden? Sie sehen, immer wieder die gleichen Mittel, aber nie gleich. Und das finde ich so spannend. Darum bin ich auch glücklich, dass ich diesen Bach über die vielen Jahre pflegen darf. Und wenn es ein anderer Komponist wäre, außer Mozart oder so, hätte ich das vielleicht nicht so gerne gemacht. Man wird immer wieder überrascht und erstaunt, wie dieser Mensch sorgsamst vertont. So werde ich auch nach dieser Zeit mit Christo wieder auferstehen. Wieder natürlich
deine Anabasis. Und jetzt kommt Pam, 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 Pi zu Ehre und Herrlichkeit und Gott in meinem Fleische siegen. Sie finden in den Noten nur Ram, Pim, Pam, Pi. Tam, tim, pam, bim, bam, bam, bam. Eigentlich eine langweilige Stimme, aber wenn Sie dann hören, was meine Continuo-Leute dann daraus machen. Ja, das muss man können. Generalbass ist heute vielleicht, oh, man kann Generalbass spielen. Das war früher Voraussetzung, dass man Musik sozusagen studieren konnte. Und jetzt hören Sie die Musik. Letzte Stunde brich herein, letzte Stunde brich herein. Was soll das jetzt wieder an Ostern? Die Frage, ach, ich freue mich auf meinen Tod, brich herein, ich werde dann bei dir sein. Könntest du uns da Hilfe anbieten? Ja, das ist jetzt sehr barock, finde ich. Und da hat also der Salomo Frank, übertreibt es fast ein bisschen, weil jetzt, wo er doch Ostergizi essen könnte und sich freuen könnte und ein Gläschen Wein dazu, will er, dass die letzte Stunde hereinbricht. Natürlich ist es theologisch so gemeint, dass gute Religion soll uns Ängste nehmen. Die Angst vor dem Tod ist einer der größten Ängste. Und das wird nun eingespielt, um das Osterfest strahlend zu machen, glaube ich. Ich finde trotzdem, und wir werden dann sehen, das letzte Lied auch von Frank ja in seinem Andachtsopfer indiziert. Das letzte Lied von Hermann ist ein Sterbelied. Eine Strophe aus einem Sterbelied. Ich finde es erstaunlich und trotzdem, wenn man es in diesem ganzen theologischen Setting liest, dann hat es vielleicht seine Berechtigung. Ein bisschen unwohl ist mir trotzdem. Ja. Und ich finde, mir ist sauwohl dabei und zwar durchaus theologisch, weil natürlich, wenn ich jetzt hier gekrampft habe, das war da und das war so und das war hier und das war da, vieles Schönes, vieles Schlechtes und irgendwie die Hoffnung, ja, jetzt denken Sie an das Lied. Swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. Swing low. Hören Sie die Glocken. Also ich bin begeistert. Nicht, dass ich den Eindruck habe, ich möchte nicht die Kantaten fertig machen, aber diese Aussicht zu haben, the challenge, the chariot will be coming to bring me home. Könnte ich dich damit überzeugen? Das verstehe ich, aber man muss sich vorstellen, diese Sklaven, die diesen Wunsch haben nach einer ganz anderen Wirklichkeit und daneben der Salomo Frank mit seiner gepuderten Perücke, der sagt, dass das letzte Stündlein jetzt dann möglichst schnell hereinbrechen solle. Ich glaub's ihm nicht ganz. Nein, nein, da hast du recht. Aber die Musik ist wahnsinnig und jetzt hören Sie mal zu, es wird ein Spiel zwischen Oboe und Sopranistin sein und ich singe Ihnen noch eine zusätzliche Stimme. Choral, Sie haben völlig recht. Es sind die Violinen und die Violen, die spielen diesen Choral dann hinein. Und ich fragte meine Leute, kennt ihr diesen Choral? Habt ihr den schon gehört? Nein, wir kennen ihn nicht. Dann habe ich die Sopranistinnen gefragt, kennt ihr ihn nicht? Nein,
kennen wir nicht. Dann habe ich ihnen gesagt, schaut doch mal den letzten Choral an. So fahr ich ihm zu Jesus Christ. Dann sagten sie, ah ja, stimmt. La, la, di, 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 da, da, di. Ich war verzaubert. Und sie werden sicher auch verzaubert sein. Auch am Schlusschoral. Ich glaube, wir müssen jetzt an den Weißwein denken. Also für euch natürlich, vielleicht gibt es auch Roten. Der Choral ist auch bezaubernd. So fahre ich hin zu Jesu Christ, mein Arm tue ich ausstrecken, so schlafe ich ein und ruhe fein. Ich muss immer wieder an. An den Schlusschoral der Johannespassion von den Engeleien tränken. Und würdest du uns einen Gedanken noch mitgeben zum Choral? Und ich würde dann gerne auf eine Spezialität hinweisen. Also, was ja eindrücklich ist an dieser Kantate, ich habe das mehrmals gesagt, diese vielen biblischen Bezüge, die sie verknüpft sind. Was auch eindrücklich ist, finde ich, bei Salomo Frank, dass das Ganze eine klare Struktur hat, die das Ganze trägt. Also wenn wir nochmal genau hinschauen, dann ist am Anfang Einstieg mit Lachen und Jubilieren, Ostern wird gefeiert und dann setzt es ein mit der Christologie. Also dieser Gottessohn, Gott selbst, der Trinitarische, der Erstling von den Toten und dann geht es eben weiter zur Anthropologie. Das heißt, zu dem, was wir jetzt als Menschen, wenn wir geistlich auferstehen, leben sollten. Und dann der dritte, letzte Teil ist die Eschatologie. Und das heißt, die Perspektive aufs Jenseits hin. Ich finde, sehr schön gebaut das Ganze, hat eine klare Struktur und ist als solches dann auch lesbar und verständlich. Also mich beeindruckt dieser Salomo Frank. Er wählt dann den Choral und gibt mit der Trompete zusammen, unisono mit den Violinen, eine zauberhafte Oberstimme, eigentlich unspielbar. Ich singe sie und spiele den Choral dazu. La, 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 la. Fast Elgar, ist das verrückt. Und er zwingt den Trompeter, über das hohe C zu gehen. Meine Trompetenkollegen dort hinten wissen, wie schwer das ist. Lade die ins hohe E hinauf. Ja. Einen schönen Abend. Wir freuen uns auf die Kantate.